Servus Leute und grüßt euch zu einer weiteren Folge Let's Drive Faint 28 Vario mit einem 18 Kubik Zunahmefessel. Ja, ich frage euch jetzt sicher, wo ich gerade auf dem Weg noch bin, und zwar ihr wisst, Frühling, Anfang, und das heißt natürlich gelöste Saison steht auch. Und ja, ich bin jetzt heuer nicht auf meine eigene Feuer unterwegs, da bin ich schon durch, sondern ich fahre zu einem Freund von mir, dem guten Philipp, ihr kennt ihn glaube ich schon. Auf jeden Fall, der hat gesagt, er hat ein paar Wiesen zum Güllen und da braucht er ein bisschen meine Hilfe. Weil er da allein mit dem Fassel jetzt so gut nachher kommt, weil er so viel restlichen Tage mehr zum Tarn hat, weil er geht und arbeitet und alles. Und ja, da habe ich mir halt einmal gezeigt nochmal und bin zu ihm ruhiggefahren. Muss ich gucken, dass da nichts kommt. Da ein bisschen eng hier. Ja, auf jeden Fall so gut baut. 60. Da hat jetzt aber nicht allzu viel hier. Ja, wie gesagt, ich werde dem Handy ein bisschen helfen. So, da sind wir jetzt auch schon oben am Hof. Dann fahren wir da mal rein. Wieder langsamer da. Nicht durchs Haus, einfach mal da, ne? Hinter uns ist nichts. Da hinten, glaube ich, stehe ich schon. Schon gesehen, stehe ich schon. Gucken, dass wir hier die Haus an nicht kratzen. Wenn sie uns einen guten Fassel, das war nicht so gut. Ja, geht. Ist auch ein bisschen eng, aber geht. Muss ich mal schauen, wo ich denn da ein bisschen parken kann. Aber es schaut ganz gut aus. Ah, da hinten steht er schon. Ich werde jetzt einfach mal da seitlich kurz halten und nochmal fragen, wo ich noch gleich anfangen kann. So, da lang. Steigen wir nochmal kurz aus. Handbremsen machen wir natürlich rein. So, der hat gerade. Ah, der zapft gerade auf. Laufen wir mal wieder hin, dass er uns wieder erschrickt. Haben wir uns schon gesehen, ich glaube schon. Warten wir mal kurz, bis er aussteigt. Ah, servus. Yes. Ja, ich hab's eh geschafft. Ich hab's eh geschafft, bin da. Ah, ja, ich muss ganz kurz Pumpen aufschalten. Ja, hab's gemacht, hab's gesehen. Beziehungsweise gehört. Ah ja, haben wir auch schön, hast du schön gespannt ausstehen. Schöner ja, Case. Aber ja. Oh, der Sound ist natürlich schön. Da kommt man ja auch 20 Gates so ganz nah an den. Ha. Ja gut, ja mal. Ja, ist ein bisschen Turbolader, ein bisschen rumgespielt. Was haben wir denn für. Ah, wir haben auch 80 Kubik Fassel, hab ich auch dabei. Dann haben wir von der Ausbringmenge ungefähr das gleiche. Also bei mir steht da 18,5. Ja, 18,5 halt dann. Aber sagen wir 80 Kubik Fassel ist so. Passt schon. Okay. ja, bist du schon frei oder kann ich da dann gleich helfen zum Auftrag? Ja, ich bin schon weg. Hast du einen Ausladearm noch drauf? Ja, normalerweise schon. Ich hab jetzt zwar extra einen Schlauch mitgenommen am Fassel drauf, aber ich sehe, du hast ja auch noch mal welche rumflackern hier. Dann fahr ich gleich mal noch. Wo fährst du weg? Dass ich da in den Weg stehe? Geradeaus durch. Okay, gut. Dann steigen wir mal in unseren wunderschönen Fendt ein. Zack. Damit fahren wir nochmal wieder los. Und bremsen natürlich noch raus, sonst können wir nichts. Können wir vor uns, so. Und mal Tür auf. Das war zweit. War zweit. Bisschen zurück, du. Mhm, hab's gerade gemerkt. Lang. Lass ab. Oh, geht nicht wunderbar. Zapfen einschalten. Oh ja, und der Pumps. Dann wollen wir nochmal Handbremsen hin, damit ich weggehe. Ich will dir einen Tipp geben. Hm? Weißt du was? Wie meinst du? Im No-Fall? Wenn du No-Fall. Lass den Arm schon mal so weit nur, dass er knapp drüber über den Zuzel drüber geht. Dann kannst du gerne hinfahren und dann geht es so leichter. Ja, ich habe jetzt bis vorher, weil ich meinen Arm halt nicht so viel gearbeitet, bloß aber hier mit dem Schlauch ausstecken und so weiter, weil ich habe bei mir daheim habe ich keine Anschau. Ja. Ansaugstation. Ansaugstation, ich habe bloß einen Schlauch. Ja, das geht so ein bisschen flotter, wenn man drin geübt ist. Ja, dann lassen wir das mal voll pumpen und dann kannst du mir dann gleich sagen, wo wir nachfahren, also vorschalt voraus. Zu die ja, machen wir. So Leute, Fassel ist voll.
Wir haben jetzt auch schon Funk verbunden, das heißt, wir können auch unter der Fahrt rein. Der Philipp fährt jetzt voraus, weil er ja sprichert weiß, wo genau sind die Wiesen sind, wo ich aufhören soll. Ja, dann fahren wir los, oder? Einfach, ja, ich fahr dann nachher, die können uns ja verständigen. Weil irgendwann wäre die Idee von 53, also dem her. Ich glaube, daran dürfte es scheitern. So, hat jetzt auch noch ein bisschen Dauer, weil wir noch kurz was schauen müssen, weil der Blinker beim Fassler gegangen ist oder irgendwas mit Stromanschluss nicht ganz so passt. Funk, haben wir uns verbunden? Hörst du mich auch gut, gell? Ja, ich hör dich. Ja, gut, dann können, los, gell? Dann können wir losfahren. Ja, ich fahr dann nachher. Handbremsenrest da. So, jetzt da. Und dass da nichts kommt. Schaut aber gut aus. So, dann fahren wir den mal da weiter hin. Du, ich weiß, wie viel Förder hast du, die wollen wir zum Güllen haben? Abo machen wir für andere mit. Abo machen okay. Wir selber. Eigene, teilweise auch. Ja. Okay, gut. Also sind ja hin, soweit ich weiß, bloß Wiesen, ne? Ja, hin sind es bloß Wiesen, ne? Okay. Auf Ackerkurs nicht fahren. Nutzen muss. Los, da geht's noch. Soll ich da dann da gelaufen bei der Seite, oder? Du kannst die direkt daneben gehört auch noch dazu. Rechts daneben, so? Ja. Also direkt gegenüber. Direkt gegenüber, ja. Die gehört auch dazu. Okay. Kommt was? Nee, gibt nichts, dann können wir da mal reinfahren. So, da lang. Klappt man nicht mal aus. Kann man eigentlich direkt losfahren? Vielleicht bist du dahinter gegangen. Gegangen, besser gesagt. Wie geht's bei dir da hinten voran? Also bei mir geht's super voran. Dann ist gut. Der Titel hat Power genug, das lang. Bei mir läuft's so gut. Ich muss ein bisschen schauen, weil da vorne kommen wir aber bam. Bei der Wiesn darfst du ruhig richtig was nah sein, musst du nicht unbedingt spawnen, gell? Okay, gut. Die braucht ein bisschen Nährstoff. Das ist ein sandiger Baum. Dann schauen wir, wie sie zu weit rauskommen. Ich dass sie einfach die Straßenpfeiler mitnehmen. Das war schlecht. Ja, jetzt sogar oder gehen wir gucken. Eieiei. Das war schon mal machbar, Foto. Oh ja, das sieht man richtig schön. Die Güllespur. Ja, heuer wird viel Faselhobin oder Siri geil bei dir denn auf, gell? Ja, kannst du machen. Haben wir natürlich auch noch ein paar GoPro-Aufnahmen hier, kann natürlich auch sehen. Nur mehr so geht er relativ schnell voran mit den guten Arbeitsbreiten hier. Ja. Geht aber natürlich dementsprechend viel Gülle schnell weg. Bei mir mal relativ krass fast halt der Gettisch. Ja. Also ich bin Latzwurzelt. Okay, gut, ich hab noch ein bisschen was drin. Ich wollte dann auftanken, gell? Jo. Ich weiß ja jetzt einen Weg. Ah ja, warte mal, die nächste Wiesen. Ja, das müssen wir dann mal so. Kannst du kurz auf dem Handy schauen oder quatscht du? Kann ich dann gerne machen. Ich muss sowieso sagen, ich gehe dann noch in Timelapse über. Weil ein Wiesn, glaube ich, zum Fahren lang geht. Wie viel habe ich noch drin? Oh ja, ich bin auch schon bald leer. Laut Anzeige am Fassler. Ja, noch Fusch. Bevor ich kann ich. Ja, bevor ich da gleich nochmal tanken, weil irgendwie ein bisschen was jetzt noch drin ist, lohnt sich jetzt halt nochmal. Auf extra Fahrt zum. Beziehungsweise auf extra Wiesn zum Fahren.
Na, das läuft schon mit zu noch. Ja, das läuft jetzt für dir genau. Da haben wir noch eine Bahn da. So, ja, das passt wunderbar. Können wir so auch machen, ausschalten, zapfen. Das aus, zusammenklappen. So, passt. Wenn wir drum rumleuchten, wieder ein. Kommt was? Nein, kommt nix. Verlieren wir einen Trick? Na, geht sogar. Ist ja ganz am Aus. So, dann nehmen wir wieder eine hier. Schauen, ob man so natürlich heute mitnehmen. Jetzt bin ich ein bisschen weit im Haus. Ja, geht. Ich muss sagen, ein schöner Hof hast. Muss man sagen. Ja, danke. Ein schöner Silo. Ich weiß nicht, du schäckst nur aber fleißig. Ja, hin und wieder mal. So. Eine Parke gleich hinter dir. So, ich habe mir jetzt gleich nochmal voll gefühlt. Das gute Fassel. Können wir Pumpen ausschalten, weil es sind schon voll. Jetzt fahren wir wieder hoch. Bist du voll, hä? Ja, bin schon voll. Du? Ja, ja, ich stehe schon lang da. Gut, dann können wir gleich weiterfahren. So, Handbremse noch raus. Ja, passt. Da können wir gleich zur nächsten Wiesen fahren, weil die zwei haben wir jetzt schon. Dann fahre ich da einfach wieder hinterher. Ja. Du sagst mir dann, wo ich reinfahren muss, in welchen Acker, beziehungsweise in welche Wiesen. Und dann passt's. We'll be right back.
Does perfect even mean? Is there even such a thing? Ooh, ooh. Can we switch up all the rules and imagine a utopia? Darling, I'm just so fed up with these expectations. They keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm gonna live inside the upside down for a minute and pretend. Honey, I'm a perfect 10, whoa, whoa. Honey, I'm a perfect 10, whoa, whoa. And if I say it enough, it gets ingrained in my head, and I start to see. Honey, I'm a perfect 10. We'll be right back.
But I don't know why you hit the road, but you don't realize I won't look back when you're around. I won't think twice when you're gone. Don't hesitate to call me back, 'cause I won't be there. I won't look back when you're around. I won't think twice when you're gone. Don't hesitate to call me back, 'cause I won't be there. I won't look back. Like a drug I keep on wanting. There's a love that fits so perfect, it's hard to believe. There's a reason I can feel my heart stop beating, and the air gets tough just breathing. I'm alone but I'm still feeling like someone's with me. It's strange, I know, is unfair, 'cause I know you're out there somewhere, patient waiting on air, feeling like your grip might slip too soon. But I'm running, chasing speed and gunning, I'll be right there all of a sudden. I feel your heartbeat lead me straight to you.
So, letzte Wiesen haben wir uns jetzt denkt, ja, machen wir auch nochmal mal wieder an, ne? Ja. Und ja, die werden wir jetzt nochmal schnell fertig güllen. Und dann hat, haben wir die Wiesen, glaube ich, mal geschafft. Ja, dann sind wir durch. Nur schon mal prima Käfer. Ja, mach ich doch gern. Da vorne der Weg rauf, da war ein bisschen rutschig, da sind wir gleich wieder weggerutscht. Weil er halt doch fest mit groß. Weil er halt einfach fest mit groß war. Und der war halt. So wie ich gesehen habe, auch frisch abgemulcht. Also gemulcht, nicht gemahnt. Das ist ja dann noch schlechter. Ja, und es hat ja schon kurz im Kränk ein bisschen. Wenn es euch alles noch richtig schön ist. Der wirkt eh noch, also es kann ich direkt dann gescheit. Ja. Weiß ich, die kommen da vorne hin. Ja, das ja, passt einfach von der Arbeitsbreite hin. So. Dann soll ich jetzt extra meine Spotify-Playlist ausmachen, dass ich keinen Copyright kriege. Aber natürlich schon Spotify, Bluetooth, mein Handy verbunden und dann Shadow drin gehört. Ich hab's aber noch, hä? Hey. So. Oh, da ist ein Busch, eieiei. Ein bisschen näher kommen. Ist da da noch eine Bahn oder? Ja, eine, aber die mache ich gerade schon. Okay, gut. Ach, und hast du einen Schlauch bei? Ja, ich glaub schon. Nee, ich eh. Aber ich glaub, du hast einen bei. Warte mal, wir könnten umpumpen auf Ohrfassal. Oder wie viel Prozent hast du denn? Dreiviertel voll, glaube ich noch. Laut Anzeige noch dreiviertel voll. Ich mach hier nochmal so eine kleine Bahn mit, weil du hinten ist noch ein bisschen was. Ich hab jetzt noch 40% denn. Dann kann das noch umfüllen. Auf Ohrfassal. Ja, können wir gerne machen, kein Problem damit. Na, pumpe ich das bei dir und dann wieder ein Silo, ne, beziehungsweise ein Blau. Pump hier oder du? Ich würde sagen, du pumpst das bei mir, ne. Warte, die können wir ausschalten. Gut, machen wir das so. Oder ist der Schlauch lang genug, oder? Du musst andersrum da aufholen. Ja, zurückschirm geht, glaube ich, auch. Oh, das schafft er dann, erster Gang. Jetzt hat Bock das. Mal schauen, dass ich da auf den Schlauch aufhör. Warte, ich fahre nochmal. Halt! Geht. Passt, okay, gut. Warte. Dann machen wir Handbremse. Nein, 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 nein! Ja, ja, bin schon sterben, du musst kurz Handbremse. Ich bin dann, warte, jetzt muss ich noch öffnen. Bei mir noch öffnen. So, warte mal, ich starte mal pumpen. Zum Zartwein. Geht's? Ja, bei mir geht's. Mir kommt aber so. Gut. Ja, weil jetzt hat gerade der Abschieber, beziehungsweise der Schieber hat gerade ein bisschen geklemmt beim Philipp dahin, das ist ganz so gut gegangen gleich. Deswegen haben wir ganz kurz schauen müssen, seit zwei haben wir es auch natürlich geschafft.
Hey, Bosco, ich. Aber sag mal, du von meinem Schlauch, ich glaub's gar nicht, suchst du. Warte mal. Ich weiß gar nicht, ob bei mir alles nicht geht. Na, 5% habe ich noch den. Okay, ich bin voll. Das hat vorhin wieder ausgeschaltet. Guck, schieb mal wieder zu machen, warte mal. Warte. Ist zu, passt. Hol ich gleich ein Stückchen vor. Und bremse wieder raus. Kann ich mich eigentlich rollen lassen. Und ich denke, das Fasselschip ganz schön jetzt in der Gülle ist ja noch ein bisschen rutschig. Muss man schon aufpassen. Muss schon zusammenklappen. Muss schon zusammenklappen. Oh! Eieiei. Oh ja, hätte ich fast vergessen. Ja, hättest du mir zwar gestriffen, aber. Doch, hätte ich schon. Hättest du schon? Von mir aus. Das war der letzten Kante bei mir. Eieiei. Naja, haben wir noch rechtzeitig gemerkt. Ja, dann fährst du vor. Voll der Nari. Aber wie gesagt, dann schauen wir dann mal zu schnell. Obacht, jetzt wird's voll wieder rutschig bei dir. Ja, ich weiß, und ich bin komplett voll. Wie ist jetzt alles drin, ne? Nee, alles wieder. Ich hab nur 5%, denn ich fahr extra langsam. Ja, fast. Ich übersetze mich ein bisschen weiter nach rauf. Und dann fährt mein Weg halt so stark. Ja, ihr seht, ist schon ganz schön rutschig ein bisschen. Das Heck wie so ein bisschen wegdrücken, aber ja, mei. Kann man nichts machen. Haben sie es schon fast geschafft, hey? Ja. Also hat echt mal wieder Spaß gemacht, ein bisschen Güllen. Muss man schon sagen. Ich freue mich dann schon aufs Häckseln, das Jahr werde schon wieder machen, oder? Ja. Das Jahr wird's wieder was. So, kommt was. Na, kommt nix. Und umleuchten. Einmal mal um, passt. Dann fahren wir mal übers Dorf heim. Das ist ja der Weg, wo ich hergekommen bin. Ja. Oh, da lau rum in Kurve. Aber ich seh schon, da sind schon einige Kurbaren in der Nähe rum. Mhm. Und der Griesbach gibt's viel Kurbaren. Muss man aber sagen, ist einfach eine schöne Gegend mit viel schönen Wiesen. Aber. Ja, aber du musst aber schauen, dass du einen Mais kriegst, du kaufst schon. Ist er weg? Ja, mei. Das ist einfach so. Ja, geht's wieder schön bergen, dann können wir ein bisschen ruhen lassen. Ja, da sieht man schon, das Fassel drückt schon schön. Man hat zwar so jetzt gar wieder. Überhaupt da vorhin, wo wir bei links den Bergen aufgefahren sind, da ist schon ganz schön angegangen. Kannst du gut suchen. Da gibt nochmal Ortschaft. Ein bisschen langsamer. Das wird gelangt vollkommen. Also rechts war der Feuerwehrweiher, oder? Mhm. Ist ja noch in Benutzung noch, oder? Das war mein Onkel, gell? Der rechts? Ja. Oh, schön. Ich muss sagen, wir auch ins Platz, oder was ist los? Ja. Bei dem werden wir wahrscheinlich gleich mit Häckseln das hier noch mal. Ah, gut. Aber weiß ich nicht. Warte, dann ist er wohl mit, ja, oder? Ja, wenn er Co. Momentan ist im Herbst bei Erma Operation U. Steht. Okay. Geplant. Ja, hoffen, dass alles gut läuft. Ja, krieg bloß ein nice Knie hier, also. Ja, okay. Also Kniescheiben. Dann geht's ja noch. Da kann er mich schon froh sein, dass wir noch so jung sind und uns so noch gut geht. Mhm. Dann sind wir schon wieder da. Dann sind wir wieder daheim. Ja, dann pumpst du gleich als erst wieder in um, weil wir schon mal wenigstens drinnen von uns.
Und man sagen, ist jetzt da, wo der dreckig war, der Feind. Wo ich noch drinnen. Mit dem Teppich vorher rausmachen müssen. Ich hab's Kurve ganz gekriegt. Ja, ja. Das ist aber ganz schön eng da, die Kurve. Hätte sie fast nicht gekriegt. Können wir drinnen leicht wieder ausschalten, du. Ich muss aber schauen, dass ich da runter nicht mitnehme. Weil es geht ganz schön eng da rum. Du, das ist das kleinere Problem. Ja. Aber wenn es drunter angerissen ist, ist es angerissen und das will jeder. Dann soll ich das mal halt. Ja, das will ich ja gerade jeder. Das ziehe ich dann einfach vom vorne an. Ja. So, dann passt, dann können wir da stehen bleiben. Gehen wir mal oben, ja. Ist schon scherz gespannt. Ja, aber ich glaube, wir haben es da so ganz gut so weit mit Grün. Haben wir alles geschafft. Ja, wie gesagt. Gerne von Philipp vorbeischauen. Macht natürlich auch einmal freie Videos. Und ja, ansonsten sehen wir uns dann bei der nächsten Folge Let's Drive. Find 28 Gewehre oder vielleicht was anderes. Und bis dahin, macht's gut.